zurück in Picha in Mecklenburg-Vorpommern. Kurz nach der Übernahme des Standorts Picha durch Ruhr Agrar haben wir das Team im Sommer 2020 bereits einmal besucht. Zahlreiche Renovierungsarbeiten und Neuanschaffungen waren geplant. Ein Jahr später haben wir uns angesehen, wie sich der Standort weiterentwickelt hat und werfen natürlich einen Blick auf die Feldarbeiten. Picha liegt etwa 100 Kilometer östlich von Hamburg. Die Flächenausstattung der Agrarproduktion Bresegard Picha EG ist gegenüber dem Vorjahr nochmal gewachsen. Mittlerweile kümmert sich das Team um die Bewirtschaftung von rund 2500 Hektar. Seit der Betriebsübernahme durch Ruhr Agrar durchläuft die Innen- wie auch die Außenwirtschaft einen starken Modernisierungsprozess. In Sachen Erntetechnik wurde Picha schlagkräftig neu ausgestattet. Der 800 PS starke Krone-Feldhäcksler ist für die Ernte von rund 2400 Hektar Mais und Grünland angeschafft worden. Für die Getreideernte steht ab sofort ein Class Lexion 8700 bereit. Es ist Ende Juli und die Getreideernte hat vor einigen Tagen begonnen. Der Lexion 8700 ist mit 585 PS der drittstärkste Drescher aus dem Hause Klaas. In den Korntank passen 13.500 Liter und das Schneidwerk hat eine Arbeitsbreite von 12,30 Meter. Mitarbeiter Edmund ist bereits seit mehr als 30 Jahren auf diesem Agrarbetrieb tätig und hat das Drescherfahren von der Pike auf gelernt. Kollege Dietmar unterstützt bei der Abfuhr des Korns mit einem neuen Fendt 724 Vario. Zur Saison 2021 angeschafft ist der Lexion für rund 1400 Hektar Druschfläche eingeplant. Eine äußerst ambitionierte Leistungsvorgabe, bei der der 8700er auch am Nachbarstandort Darchau Hektar sammelt. Mit dem Erntegiganten drischt Edmund bis zu 70 Hektar an einem 10-Stunden-Tag. Angebaut werden in Picha verschiedene Getreidesorten, wobei Roggen auf den nur mittelmäßig fruchtbaren Böden in dieser Region sehr beliebt ist. In diesem Fall wird Tritikale gedroschen, die mit 4 Tonnen vom Hektar leicht hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Wassersparendes Arbeiten mit einem konsequenten Einsatz von Zwischenfrüchten ist auf diesem sandigen Standort das A und O. Immer wieder setzt man sich mit neuen Bearbeitungsverfahren auseinander. So beispielsweise hier bei der Vorführung einer Striegelkombination für die flache Stoppelbearbeitung. Ruhr Agrar ist ein familiengeführtes Landwirtschaftsunternehmen mit aktuell 6 Standorten in Nord- und Ostdeutschland. Im Jahr 2020 haben wir in unterschiedlichen Jahreszeiten alle Betriebsteile besucht, die jeweiligen Aktivitäten an den Standorten und wichtige Feldarbeiten vorgestellt. Ein zentraler Baustein des Unternehmens ist die Biogas- und Fernwärmeproduktion aus nachwachsenden Rohstoffen. Mehr als 25.000 Haushalte werden mit Strom und darüber hinaus rund 1.000 Haushalte mit Fernwärme versorgt. Die Ruhr Biogas Service GmbH oder kurz RBS ist ein Tochterunternehmen, das sich mit der Wartung und Reparatur von Biogasanlagen beschäftigt. Aktuell unterstützt die RBS die Projektierung zur Errichtung von Anlagen zur Umwandlung von Biomethan zu Bio-LNG. Eine Zukunftstechnologie im Treibstoffsektor, die vor allem für die Nutzfahrzeugindustrie zunehmend interessant wird.
Neben der Energieproduktion hat man sich bei Ruhr Agrar auf die Bullenmast konzentriert. Am Standort Picher entfällt ein Großteil der Renovierungskosten auf die Modernisierung der Stallungen. Lediglich die Grundkonstruktionen bleiben erhalten. Die Stalleinrichtung wird zu einem großen Teil von der eigenen Mannschaft eingebaut. Moderne Fütterungsroboter bringen angepasste Futterrationen zu den Mastbullen. Jeder der Roboter kann etwa 450 Tiere versorgen. Die Bereitstellung der Silage und weiterer Kraftfutterkomponenten erfolgt in einer Halle. Hier beladen die Einheiten vollautomatisch und starten auf ihren Weg zu den zugewiesenen Stallungen. Bei der Planung der Umbauten orientierte man sich entlang der Vorgaben der Tierhaltungsform 3. Nach dem Bio-Bereich, auf den die Haltungsform 4 entfällt, sind dies die zweithöchsten Tierwohlstandards, die erfüllt werden. Die Bullen gehören in der Regel zur Rasse Fleckvieh, werden mit ungefähr 200 Kilogramm eingestallt und verlassen den Betrieb nach etwa 12 Monaten mit rund 770 Kilogramm zur Schlachtung. Malte, einen der beiden Standortverantwortlichen, haben wir bereits bei unserem ersten Filmbesuch kennengelernt. Laura koordiniert bei Ruhr Agrar das Tiermanagement. In Sachen Fleischvermarktung ist Ruhr Agrar dabei, einen zweiten Vertriebskanal aufzubauen. Dafür wurde in der Ortschaft Rosin ein kleines Schlachthaus samt Verarbeitungsmöglichkeiten errichtet. Die Idee dahinter ist es, das Fleisch aus der eigenen Zucht zu hochwertigen Fleischerzeugnissen zu verarbeiten. Durch die nur etwa 15 Fahrminuten zwischen Stall und Schlachthaus kommt auf dem Transport kaum Stress für die Tiere auf, was sich natürlich zusätzlich in der Fleischqualität widerspiegelt. Karl-Uwe Kajatz hat bereits an anderen Orten sehr erfolgreich Direktvermarktungskonzepte etabliert und für Ruhr Agrar die Rosina Fleischmanufaktur aufgebaut. Die Rind- und Wildfleischspezialitäten werden im Lebensmitteleinzelhandel in der Region sowie dem Online-Shop auf der Website verkauft. Verbrauchern aus dem Umland stehen gut gefüllte, sogenannte 24/7-Regio-Boxen in Picher und Rosin zur Verfügung. Zurück auf die Felder am Standort Picher. Nach der Ernte folgt die Bodenbearbeitung. Meist werden die Felder zuvor alle 2 Jahre gekalkt. In diesem Fall nach Bodenanalyse mit 2 Tonnen pro Hektar. Aktuell ist man dabei, die Ertragsdaten, die der Mähdrescher und der Feldhäcksler erfassen, in den kommenden Jahren noch besser in die ackerbauliche Planung zu übernehmen. Begonnen wird in der nächsten Saison mit Applikationskarten für einen noch effizienteren Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln. Bei den Traktoren hat man sich alters- und reparaturbedingt von 3 Massey Ferguson-Schleppern getrennt und in 3 Fendt-Traktoren investiert. Der 415 PS starke 942 Vario ist für die Stoppelbearbeitung eingeteilt. Unterstützt wird der Standort Picher allerdings in Sachen schwerer Bodenbearbeitung auch von den Kollegen aus Dachau mit einem Quadrack. Tommy ist in Picher einer von 5 Mitarbeitern, die sich hauptsächlich um die Erledigung der Feldarbeiten kümmern. Hinzu kommen 2 Auszubildende zum Landwirt, 2 Mitarbeiter, die sich um die Tierhaltung kümmern und 3 Angestellte in der Standortleitung und dem Sekretariat. Der 8 Meter breite Mulchsaatgrubber Vector von Köckerling bringt es in seinem ersten Dienstjahr auf rund 3000 Hektar bearbeitete Fläche. In der ersten Stoppelbearbeitung liegt die Arbeitstiefe bei weniger als 5 cm. Um die Rückverfestigung zu verbessern, wird der Grubber bei den späteren Arbeitsgängen auch mit der PWA genannten Zahnringpackerwalze kombiniert. Ein aufziehendes Gewitter bringt unterdessen die Erntearbeiten schon am Nachmittag zum Erliegen.
Nichts Ungewöhnliches in diesem sehr nassen Sommer 2021. Für uns war es ein spannender Besuch, mit dem wir die Fortschritte am Standort Picher dokumentieren konnten. Wenn du mehr über Ruhr Agrar erfahren möchtest, dann besuche deren Website oder schau dir die mehrteilige Kurzfilmserie auf unserem YouTube-Kanal an.